Hier sind Ihre Gastgeberinnen. Auf der extrovertierten Divan-Seite Margit Härtlein, auf der introvertierten Divan-Seite Silvia Löken. Heute körpereigene Drogen. Die starken Seiten von Intro- und Extrohirnen. Hast du schon gesehen, was wir heute hier haben, liebe Silvia? Ja, habe ich. In Orange und Grün. Also so Gesellschaftsdrogen wie Whisky, Martini, je nach Gesellschaft trinkt man mal ein Glas Whisky, trinkt man ein Glas Martini. Das heißt, wir nehmen ja doch das eine oder andere zu uns, was man jetzt als Droge bezeichnen könnte. Ja, jede Gesellschaft hat da so ihre eigenen Drogen. Ja. Ne? Und jeder hat da auch seine eigenen Vorlieben. Aber das Tollste an der Sache ist ja, dass nicht nur so jeder seine eigenen Vorlieben hat, jetzt zum Beispiel für Whisky oder für Martini oder für Bier oder für Wein oder für Champagner oder für was auch immer, sondern dass wir auch Vorlieben in unseren Gehirnen haben. Das heißt, mein Gehirn hat eine Leidenschaft für Dopamin, Silvia. Ja, und das ist viel, viel interessanter als Whisky, finde ich auch. Denn wir haben unsere körpereigenen Drogen. Und die körpereigenen Drogen, die sind bei Extrovertierten und Introvertierten andere. Margit hat gerade schon gesagt, du hast gesagt, du liebst Dopamin. Du hast bei auch mehr mir, davon. Ja, bei mir ist Dopamin an allererster Stelle. Bei dir ist es was anderes. Bei mir ist es Acetylcholin. Genau. Das ist die eine Sache, die ich von euch Extros gerne hätte. Mehr Dopamin, denn Dopamin macht begeistert, euphorisch, aktiv. Und dann kommt noch was anderes dazu. Ihr Extros, ihr habt nämlich ein größeres Belohnungszentrum. Euer Hirn kann Belohnungen ganz anders genießen. Wir haben ein richtig tolles Belohnungszentrum, Nucleus Accumbens. Und dieses Ding macht's, dass wir uns so richtig freuen können, aus uns rausgehen können, euphorisch sein können. Ja, und du hast aber eine hübsche Amygdala, muss man schon sagen. Stimmt, obwohl die Amygdala ist das Angstzentrum. Und Angstzentrum klingt überhaupt nicht so sexy wie Belohnungszentrum. Also da muss ich jetzt mal ausholen, um zu erklären, warum das auch ein Drogenlabor ist. Das Angstzentrum und damit verbunden der Botenstoff Acetylcholin sorgen dafür, dass wir Introvertierten vielleicht nicht aus einer Torte springen, wie die Dopaminleute. Selten. Selten aus einer Torte. Aber wir sind besonders vorsichtig. Wir lieben es zu planen, die Dinge vorauszuschauen und zu strukturieren. Und wenn ich mir überlege, ob ich lieber mit einem Intropiloten oder einem Extropiloten über den Atlantik fliege, dann finde ich den mit der größeren Amygdala doch ganz toll. Wobei die besseren Flugzeugansagen macht der Dopaminpilot. Ja. Ich sag dir jetzt noch die ganze Wahrheit über die Introhirne. Okay. Wir haben einfach schnell die Nase voll von zu vielen Außeneindrücken. Bei uns passiert nämlich im Vergleich mit Elektrizität und Blutfluss in unserem Vorderhirn, da wo das bewusste Denken ist, so viel Problem lösen, Sorgen machen, vergleichen und so. Angst haben, da passt von außen gar nicht mehr so viel rein. Also wenn du und ich über einen Jahrmarkt gehen, da habe ich wirklich schnell die Nase voll, während du genießt. Naja, bei den Extrovertierten, wir haben ganz viele Andockstellen, tatsächlich mehr Andockstellen im Gehirn für Sinneseindrücke. Das heißt, wir haben mehr Platz für Sinneseindrücke. Heißt auch, wir gehen eh nicht über den Jahrmarkt, also in Franken zumindest nicht, sondern auf die Kirchweih. Bei uns oder auf die aufs Kirmes. Volksfest. Kirmes. Nein, es ist ja nochmal eine Unterscheidung. Aber durch die vielen Andockstellen gibt's einfach viel mehr Möglichkeiten für Sinneseindrücke, ohne dass es uns zu viel wird. Was bei uns eher ist, durch die vielen Andockstellen, wird uns dann langweilig. Aha, langweilig. Langweilig. Aber weißt du, es ist doch fair. Offensichtlich sind Intros und Extros doch gleich gut weggekommen, als es darum ging, mal da das eine größer zu machen und mal da das andere groß zu machen. Am Ende ist es dann fair verteilt. Und wir haben natürlich beide Dopamin zur Verfügung, beide Acetylcholin zur Verfügung. Und beide Angst.
beide Angst und auch beide Freude und Begeisterung. So ist es. Aber manchmal schon in ein bisschen unterschiedlichen Ausprägung. Und wie die Ausprägung ist, tja, finden Sie es raus und finden Sie raus, wer Sie sind. Und tun Sie es mit Absicht. Когда был бардак, как никогда, что царится.